So, hallo zusammen. Ja, Corona-Update am 15.08.2021. Ich habe mir auch wieder mal etwas rausgepickt, was zurzeit auch so in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich komme ganz langsam auf das Pudelskern zu sprechen. Also, eins ist klar, auch den Experten, die vierte Welle, die vierte Corona-Welle läuft. So, da wird jetzt viel gesagt. Ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Fußballstadien waren, wie Sie gesehen haben, voll, sinnvoll. Heute sind ja auch noch Spiele am Sonntag. Und man wird sehen, was daraus wird. Darüber will ich jetzt aber gar nicht sprechen, sondern nur ein paar Fakten mal bringen. Wir wissen mittlerweile ganz sicher, dass sich doppelt Geimpfte, das wurde ja die ganze Zeit schon vermutet, wurde auch schon gesagt, dass sich doppelt Geimpfte auch anstecken können. Und zwar haben die gleiche Viruslast, so nennt man das, hier im Nasenrachenraum, wie Ungeimpfte. Also die gleiche Menge an Viren. Nur, sie erkranken nicht so stark, Krankheitsdauer ist auch kürzer, erkranken nicht so stark wie Ungeimpfte, können auch im Krankenhaus sein, 40% der Doppeltgeimpften im Krankenhaus, also 40% der Corona-Kranken in Israel im Krankenhaus, nicht auf der Intensivstation, sind doppelt Geimpfte. Also man kann erkranken, aber im Moment wenigstens Stand 15.08.2021 nicht so stark wie Ungeimpfte. Beispiel Island, da sind 93% der Erwachsenen sind geimpft, doppelt geimpft. Aber sie können sich eben auch infizieren. Damit stellen natürlich die Doppelgeimpften, die ja nun alles dürfen, ein Risiko dar für die Nicht-Geimpften. Können die natürlich anstecken und die Erkrankten ja, können ja schwerer erkranken. Das lasse ich einfach jetzt mal so stehen, kann sich jeder seinen Reim drauf machen. So, jetzt geht aber eine Geschichte immer wieder durch die Presse. Vorher muss ich noch was anderes sagen. Diese Delta-Variante, die ist, das weiß man mittlerweile auch, tausendmal ansteckender, weil tausendmal mehr Viren sind, zum Beispiel in dem, was man da aushustet oder ausspricht, was da rauskommt im Aerosol, mehr Viren als bei der Alpha-Variante. Das war die ursprüngliche aus Wuhan. Ja? Da ist also tausendmal mehr. Deswegen ist diese Delta-Variante so hochinfektiös. Und jetzt gibt es eben Menschen, die sagen, die Schnelltests sind für die Delta-Variante zu ungenau. Deshalb unbedingt PCR-Tests. Ich will überhaupt nichts gegen PCR-Tests sagen, nur ich habe da so meine Zweifel, ob man das so sagen kann. Und deswegen war ich auch mal, habe ich mal kräftig recherchiert, wie sich das eigentlich verhält. Also, Schnelltests sind eine Momentaufnahme. Macht man also einen Nasenrachenabstrich und macht damit schnell einen Test. Dann kann man anschließend sagen, und das ist sicher, dass für einige Stunden zumindest diese Person wohl nicht ansteckend ist. Also zum Beispiel ins Kino gehen kann, ins Theater gehen kann, in die Disco gehen kann, ins Fußballstadion gehen kann. Eine Momentaufnahme. PCR-Test komme ich gleich noch dazu. Da ist aber auch eins der Fall, das sage ich jetzt schon mal, dass der Test, den kann man ja nicht, wenn man jetzt samstagsabends ins Lokal gehen will, ins Restaurant gehen will, kann man den ja nicht am Samstagmorgen machen und hat am Samstagabend das Ergebnis. Man muss den Test mindestens 48 Stunden vorher machen und muss dann auch noch gucken, dass man das Ergebnis bekommt. Ja, und da in dieser Zeit, die dann zwischen Testabnahme für den PCR-Test und der Besuch, der Zeitpunkt des Besuchs, des Kinos, des Theaters, des Fußballstadions, des Restaurants vergeht, kann auch wieder eine Menge passieren. Ja? Und das ist eben das, was man einfach auch erwähnen muss. Natürlich ist der spezifischer, dieser PCR-Test, der ist auch teurer. Ja? Er ist spezifischer, aber der Schnelltest hat meines Erachtens auch seine Berechtigung.
lassen Sie mich jetzt noch mal da näher drauf eingehen. Also, Schnelltest, ja, aber man sollte immer, um dieses Risiko, dass vielleicht doch was übersehen wird, nachfragen. Ich werde das noch wahrscheinlich noch mehrmals sagen, aber Wiederholung schadet ja nicht. Ob der Betroffene Kontakt hatte zu einem Infizierten, zu einem Erkrankten und ob er aus einem Risikogebiet kommt. Dann ist natürlich der Schnelltest, kann dann genau in einem Stadium gemacht worden sein, wo die Menge an Virus, die Viruslast, das Wort begegnet uns öfters, die Viruslast im Rachenraum noch gering ist und dass das dann schnell umschlagen kann, ist mehr als logisch. Also der Beginn der Erkrankung ist auch etwas ganz Entscheidendes. Da ist der PCR-Test übrigens, muss da auch noch nicht positiv sein, beziehungsweise er kann positiv sein, wenn man den CT-Wert, was ist das jetzt wiederum, ja? Das ist ein sogenannter Schwellenwert. Ich erkläre Ihnen, was das genau ist. PCR-Test und CT-Test, also dieser Schwellenwert. Nicht jeder Coronavirus-Infizierte ist auch ansteckend. Das hängt mit dieser Viruslast zusammen. Wie viel da sich angesammelt hat, in welchem Stadium der Erkrankte ist, am Anfang, in der Mitte, am Ende. Und um das rauszukriegen, dafür bestimmt man den CT-Wert. So, ich kürze es ab. Das ist kompliziert zu erklären, wie das jetzt genau funktioniert. Ich sage es Ihnen trotzdem so ungefähr. Man muss dann dieses Erbgut des Virus, also das, was man da abgestrichen hat, das muss man vermehren, verdoppeln, verdreifachen und so weiter in sogenannten Zyklen. Ein Zyklus, zwei Zyklen, drei Zyklen und so weiter, um dann die Information des Virus nachzuweisen, Ja? Also wenn sich viele Viren in der Probe befinden zum Beispiel, ist ein Test schon nach 10 bis 15 Durchläufen, Zyklen positiv. Man hat also einen niedrigen CT-Wert, zum Beispiel von 10 bis 15. Würde bedeuten, hohe Viruslast. Enthält so ein Abstrich wenig Virusmaterial, dann sind noch mehr Vermehrungszyklen notwendig und man erhält dann einen CT-Wert zum Beispiel von 30 und mehr. Und das würde bedeuten, wenig Virusinformation. Zwar wäre der PCR-Test positiv, aber der CT-Wert, der wäre eben hoch. Das heißt, wenig Viren sind dann eben im Abstrich und es heißt dann auch nicht so ansteckend, ja? Oder überhaupt nicht mehr ansteckend. So, und das ist eben das ganz, ganz, ganz Entscheidende, was man dann machen kann, eben mit diesem CT-Wert. Ja? Muss man also jetzt viele Wiederholungen machen, um endlich Viruserbgut nachzuweisen, gilt ein Infizierter, der hat zwar das Virus, er gilt aber als nicht ansteckend, auch wenn sein Testergebnis, der PCR-Test, positiv ausfällt. Nochmal, Wiederholung schadet ja nicht, ein hoher CT-Wert, also so um die 30 und mehr, 29, 28 und mehr, 35, 36, bedeutet eine niedrige Viruslast. Ja? Und ein niedriger CT-Wert sagt also aus, dass eine Person eine hohe Viruslast, also viel Viren im Rachen hat und hoch ansteckend ist. Das Robert-Koch-Institut sagt eben allen, ein CT-Wert von größer 30 sagt, ein Infizierter ist nicht ansteckend. So, es ist natürlich jetzt keine standardisierte Geschichte. Ja?
weil der Zeitpunkt des Testes ist natürlich wichtig. Der Zeitpunkt des Testes, darauf bin ich ja schon eingegangen. Hat sich ein Mensch zum Beispiel frisch angesteckt und macht danach kurz danach einen Test, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass noch nicht viel Viren im Rachenraum waren, als der Test gemacht worden ist. Aber am nächsten Tag, am übernächsten Tag, ist plötzlich, sind viel mehr Viren, ist die Viruslast viel, viel höher. Und das ist eben bei den Menschen wahrscheinlich, die auch nach Rückfrage eventuell Kontakt hatten mit Infizierten, weil sie aus einem Hochrisiko oder aus einem Risikogebiet kommen. Also das muss immer mitgefragt werden. Der PCR-Wert sagt also schon, na, gibt schon an, dass jemand infiziert ist, aber infiziert heißt eben nicht krank und heißt auch nicht unbedingt ansteckend. Wenn das Virus auf den Schleimhäuten nachgewiesen ist, dann ist der PCR positiv und dann weiß man aber nicht, ist das am Anfang einer Infektion noch zu wenig oder am Ende, wo das Ganze schon abflaut oder eben in der Mitte. Ein PCR sagt nichts darüber aus, in welchem Stadium der Infektion ein Mensch sich befindet, ob er krank oder ansteckend ist. Deswegen ist dieser CT-Wert so entscheidend. So, jetzt nochmal zurück zu dem Antigen-Schnelltest. Der Antigen-Schnelltest benötigt auch eine gewisse Virusmenge. Ja, das ist wieder das Gleiche wie auch bei dem PCR oder bei dem CT-Test, um ein positives Ergebnis zeigen zu können. Die Sensitivität sollte hoch sein, auch bei einem Schnelltest. Die ist, laut Angabe der Wissenschaftler, ist diese Sensitivität sehr hoch. Ist natürlich wichtig zu wissen. Jetzt kann man sie vergleichen mit dem CT-Wert. Die Hersteller, auch renommierte Leute, sagen ja, der Schnelltest springt an bis zu einem CT-Wert von über 30. Es muss aber, nach dem auch jetzt Gesagten, dann ein PCR-Test gemacht werden mit einem CT-Wert, den man dann auch haben muss. Weil über 30 bedeutet ja laut Robert-Koch-Institut nicht ansteckend. Weil die Spezifität des Antigen-Tests ist niedriger als die der PCR-Tests. Sodass ein positives Ergebnis eines Schnelltestes, der ja laut Angaben der Hersteller bis zu 30 und mehr ansprengt, ja, durch eine PCR-Nachtestung mit CT-Test bestätigt werden muss. So können falsch positive Befunde vermieden werden. Aber nochmal zurück zu dem Beispiel, ich will jetzt ins Kino gehen. Ich will jetzt ins Theater gehen, jetzt ins Restaurant, jetzt ins Fußballstadion. Wenn ich dann einen Schnelltest mache und der ist negativ, dann heißt das, dass hier wenig Viruslast ist und das wird wohl auch noch einige Stunden so bleiben. Deswegen bin ich der Meinung, dass der Schnelltest, der Antigen-Schnelltest, weiterhin seine Berechtigung hat. Das klang jetzt alles etwas kompliziert, aber wir können ja nicht immer nur alles ganz einfach runterbrechen, ausdrücken. Es bedarf manchmal etwas mehr Information und mehr Aufklärung und das möchte ich ja auf unserem YouTube-Kanal auch bringen, ja? Weil diese einfachen, ich sag mal, Boulevard-Zeitungsniveau, das geht ganz einfach. Ja. Da reicht es, wenn man die Überschriften liest. Aber jetzt einfach zu sagen, der Schnelltest ist für die Delta-Variante zu ungenau, also immer ein PCR-Test, das kann man so nicht stehen lassen. Weil wir wollen ja auch
sagen, ey, ich habe jetzt aber heute Abend Lust, halbes Hähnchen zu essen, Schnitzel zu essen, ins Kino zu gehen. Ja? Und deswegen würde ich immer wieder vorschlagen, dann auch den Antigen-Schnelltest. Sollte sich da was ändern, werde ich Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Bis dahin, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.